Park, das glitzernde Meer, das Rathaus von Leer. Maxi Mehmet als Polizist Henk Kassens, Anfang 40, schlank, rotblond. Sophie Dahl als seine Kollegin Süa Özlügül, Mitte 30, braunes Haar. Theresa Underberg als Apothekerin Insa Scherzinger, Mitte 30, zierlich, blond. Holger Stockhaus als Bestatter Wolfgang Habedank, Mitte 40, schwarzer Anzug. Felix Fördler als Kriminalhauptkommissar Jan Brockhorst, Mitte 50, stämmig, graumelierter Bart. In weißer Schrift, Friesland, Feuerteufel. Jemand prüft eine Messerklinge. Mit einem Dremel wird rundliches Gebilde zerschnitten. Stücke werden in einen Mixer geworfen. Von einer großen Flasche wird gelbe Flüssigkeit in eine kleinere gegossen. Die Person, sie trägt Handschuhe, schraubt einen Spritzverschluss auf das Fläschchen, wirft Krümel in ein Gefäß und spritzt die gelbe Flüssigkeit darüber. Mit einem Bunsenbrenner entzündet die Person die Krümel. Dann löffelt sie diese in eine Tüte mit Druckverschluss. Ein erleuchteter Bauernhof. Menschen sitzen auf Bierbänken. Vor ihnen Yunus. Feuer ist für die Menschen seit Urzeiten etwas Gutes. Doch wenn der ganze Hof abbrennt, ist es für sie nicht nur schlecht, sondern vor allem teuer. Das ist einigen von Ihnen hier kürzlich leider selbst passiert. Aber jetzt bin ich ja da und ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Das ist richtig gut, sein Bruder. Die Gebäudeversicherung, die auch wirklich zahlt, wenn es brennt. Sogar bei Brandstiftung. Und die kann ich Ihnen nur heute 30% günstiger anbieten. Unter den ZuhörerInnen Süa und Insa. Bevor ich jetzt weiterspreche, gibt's dazu schon Fragen. Wo kann ich unterschreiben? Yunus in Anzug und mit gestutztem Vollbart grinst. Im Publikum wechselt eine Schlanke lächelnd einen Blick mit einem Gelockten. Susi. Ein Großer. Weißt du, wo der Alte schon wieder steckt? Nee. Eine Rotblonde. Herr Özlügül. Ach, Herr Moors. Ja. Moin. Ach, Frau Moors. Hat die Versicherung Ihnen schon die Unterlagen geschickt? Deswegen wollte ich mich bei Ihnen bedanken. Super Beratung. Top. Wirklich. Vielen Dank. Und wie gesagt, selbst wenn es heute Nacht bei Ihnen brennt, ist es alles schon abgedeckt. Keine Wartezeit, nichts. Genau so wollten wir das. Schön. An einem Getränkestand. Ich glaube, Sie haben genug. Junger Mann. Zum Gelockten. Ich bestimme, wie viel ich trinke. Es tut mir leid. Vielleicht sollten Sie jetzt besser gehen. Was? Wissen Sie überhaupt, mit wem Sie sich zu tun haben? Johann Moors. Unsere Familie lebt seit 300 Jahren hier. Von einem Fremden brauche ich mir nichts sagen zu lassen. Ja, aber... Markus, ist gut. Lass gut sein. Die Schlanke. Herr Moors, Sie kriegen natürlich noch was, wenn Sie noch was haben wollen. Klein wie ein Moors! Er geht. Insa und Süa kommen an den Stand. Egal. Lass ihn. Süa? Kratz mich am Arsch. Bitte? Insa? Hat er gesagt. Genau, ich hätte gern zwei Bier, bitte. Die Schlanke? Das hat er bestimmt nicht so gemeint. Oh doch, ich fürchte, das hat er. Mein Schwiegervater pöbelt ständig die Leute an. Zu schlimm war das jetzt aber auch nicht. Na komm. Susi und ihr Mann. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Er hat sich irgendwo hingelegt. Das macht er doch ständig. Man hat ihn sogar schon unter einem parkenden Auto gefunden. Das ist aber nicht ganz ungefährlich. Dann werde ich mal alle Leute warnen. Nee, die Leute hier, die wissen Bescheid. Ja, alle. Wissen eigentlich alle. Ja, wir hatten auch schon ein paar Einsätze wegen ihm. Ist aber immer alles gut gegangen. Insa stupst Süa und zeigt auf etwas. Danke. Susi mit Bier. Prost. Jemand schaut aus einem Fenster. Auf einer Bierbank sitzt ein Mann in Feuerwehrkleidung. Sein Kopf liegt auf dem Tisch. Insa beugt sich zu ihm. Wolfgang. Wolfgang? Was? Wo? Hier. Er sieht zu Süa neben sich. Entschuldigung. Wir hatten gerade schon wieder einen Einsatz. Ich wollte ja eigentlich zu Jonas Präsentation kommen. Hatte ich ihm versprochen. Einsatz? Hat schon wieder gebrannt oder was? Nee, zum Glück nicht. Fehlalarm mal wieder. Durch die häufigen Brände in letzter Zeit sind die Leute schon ganz hysterisch. Rufen bei jedem kleinsten Knistern die Feuerwehr. Von freiwillig kann da keine Rede mehr sein. Also ich find's ja super, dass du noch bei der freiwilligen Feuerwehr bist. Insa. Die Uniform steht dir genauso gut wie früher. Sie grinst. Tja, lange nicht getragen. Aber die brauchen gerade jeden Mann. Insa lächelt ihn herausfordernd an. Süa verdreht die Augen. Ja, du und Heng bei der Jugendfeuerwehr. Das kann ich mir schon so richtig vorstellen, wie das war. Ja klar, alles. Feuerwehr, Fußball, Klotschießen. Rudern. Wir haben auf allen Hochzeiten getanzt. Posaunenchor. Stimmt. Süa runzelt die Stirn. Sag mal, wo ist Heng eigentlich? Heng? Ja, der wollte doch auch kommen. Ach, ihm ist sicher irgendwas dazwischen gekommen. Hey, Insa.
Schon über die Berufsunfähigkeitsversicherung nachgedacht? Die ist heute auch im Angebot. Du, Yunus, ganz lieb von dir, aber ich glaube nicht, dass ich die brauche. Ich stehe den ganzen Tag nur in der Apotheke. Es passiert immer irgendetwas. Yunus. Ja, meistens, wenn man nicht damit rechnet. Ja, mir nicht. Schau's dir doch noch mal an. Ja. Insa entfernt sich und stürzt. Oh Gott. Insa! Schatz, Mensch, Yunus! Mann, Yunus, ey! Hey, Schatz, haben Sie sich wehgetan? Sie ist über Johann gestolpert. Was? Papa, jetzt komm doch mal hoch da! Ich hol was zum Kühlen, ja? Ja. Yunus geht. Die Person im Fenster, eine blonde Frau, sendet eine Nachricht an HC. Kommst du? Die Antwort? Gleich. Und ein Smiley. Auf Hanks Boot. In der Kajüte spielt er mit einem Zippo. Darin eingraviert AR. Auf seinem Handy öffnet er eine Nachricht von AR. Ein Zwinkersmiley und eine Flamme. Hank grinst schief und verzieht aufgeregt den Mund. Lea bei Nacht. Johann, er trägt Gummistiefel, wankt zu einer Tür mit Stufen davor. Unter der Klingel ein Schild. Moors. Hey! Aufmachen! Hey! Marc! Susanne! Er sieht die Backsteinfassade empor. Nichts nutze! Taumelnd entfernt sich der Alte vom Haus. Auf einer gepflasterten Steinbrücke stürzt er. Johann richtet sich etwas auf und fasst sich an die blutige Schläfe. Schiedreck. Johann wankt weiter und betritt eine Scheune. Blut läuft über Johanns Wange. Taumelnd fällt er gegen zu Quadern zusammengepresstes Stroh. Jemand mit Handschuhen öffnet die Scheunentür. Die Person hat eine Kapuze übergezogen. In der Scheune verstreut sie Krümel auf Stroh und spritzt die gelbe Flüssigkeit darüber. Dann lässt sie ein Zippo fallen. Ein Blick auf die Gummistiefel des auf dem Boden liegenden Johann. Davor schlagen Flammen hoch. Von außen, ein Teil des Scheunendachs brennt lichterloh. In der Hafenapotheke sanft fasst Wolfgang an Insas geschienten Fuß. Ist noch nicht besser? Bei dem überlasteten Notdienst hätten wir uns die Warterei wirklich sparen können. Ich meine, Schmerzmittel habe ich wirklich genug. Ja gut, aber es hätte auch irgendwas gebrochen sein können, ne? Wolfgang legt Kühlkompressen an den Fuß. So gut? Ja, schon viel besser, danke. Sie sehen sich an. Können wir dich denn jetzt alleine lassen? Ja, Frau Harms kommt gleich und wozu hat man Angestellte? Bin ich froh, wenn ich hier rauskomme. Insa stutzt. Wolfgang zeigt auf seine Feuerwehrhose. Er schaut auf einen Pager. Oh nein, nicht schon wieder. Syr auf ihr Handy. Das gibt's doch gar nicht. Er geht. Ich muss. Insa zu Syr. Ich komm schon klar. Okay. Danke, Syr. Ja. An der Tür nimmt Syr ihr Handy ans Ohr. Ihr Anruf auf einem Smartphone. Dieses liegt auf einem Tisch in Hanks Kajüte. Hier ist die Mailbox von Hank Cousins. Gerade habe ich Besseres zu tun. Melde mich aber, wenn ich damit fertig bin. Hank, hast du die Meldung auch bekommen? Es gibt schon wieder einen Brand. Also gut, ich fahr da jetzt hin. Wenn ich dich abholen soll, sag Bescheid, okay? Bis dann, ciao. Sie verlässt die Apotheke. Insa blickt auf ihren geschienten Fuß. Im Zeitraffer. Die Sonne steigt über einer Bucht auf. Bei Tag. Feuerwehrfahrzeuge stehen vor der Scheune mit halb abgebranntem Dach. Syr steigt aus dem Streifenwagen. Herr Brockhorst. Röslige. Er starrt reglos zur Scheune. Syr tritt neben den Chef und wirft ihm einen verwunderten Blick zu. Los geht's. Spuren suchen, Beweise sichern, Leute befragen. Syr, da bist du ja. Hank, wo warst du? Ich hab versucht, dich zu erreichen. Du warst schon hier. Hä? Wolfgang hat mich angerufen. Was? Der nähert sich. Bei euch alles klar? Nein. Ja. Verstehe. Wolfgang war mit mir in der Apotheke. Ich hab dich angerufen. Leute, ihr müsst zusammenarbeiten. Isabel, was machst du da? Zu einer Jugendlichen in Feuerwehrkleidung. Hast du schon mit der Familie gesprochen? Hank. Wollte ich gerade? Er geht. Düster sieht Isabel Hank nach. Der bemerkt es und hält kurz inne. Syr folgt ihm.
Vor dem Backsteingebäude sitzen Susanne und Marc auf den Stufen. Sie tragen Jacken über Schlafanzügen. Moin. 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 Tut mir leid, aber ich muss Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Susanne nickt. Haben Sie letzte Nacht irgendwas gesehen oder gehört? Nee, wir haben ja geschlafen. Bis wir von dem Brandgeruch aufgewacht sind. Dann haben wir sofort die Feuerwehr gerufen. Was anderes konnten wir auch gar nicht mehr machen. Nee. Ein Glück, dass wir die Scheune vorher noch bei Ihrem Bruder versichert haben. Irritiert sieht Hank zu Syr. Hallo. Die Schlanke. Hallo. Und ein Kräftiger. Moin. Wir haben die Feuerwehr gesehen und wollten mal gucken kommen und fragen, ob wir irgendwas tun können. Wir wollen gar nicht stören. Falls Sie ein paar Tage bei uns unterkommen wollen, das wäre kein Problem. Wir haben genügend Zimmer frei. Nee, Haus steht ja noch. Ja. Dann, also wenn Sie was brauchen, geben Sie einfach Bescheid. Ja, ja. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Syr erwidert den Gruß. Die beiden gehen. Hank? Wer war denn das? Das war Frau Otto. Und ihr Mann Thorsten. Kennen Sie sich gut? Nee. Nee, die sind ja noch nicht lange hier. Naja, aber schon seit ein paar Jahren, oder? Eben. Eslige, Kassens, was soll das? Haben Sie die Leute schon befragt? Rockhorst. Wer sind Sie jetzt? Das sind Herr und Frau Moors. Wir wohnen hier. Die Besitzer des Hofes. Und Sie allein hier? Nee, mein Vater wohnt auch hier. Und wo ist jetzt Ihr Herr Vater? Ich weiß gar nicht. Habt ihr ihn auch noch nicht gesehen. Carstens, Sie suchen mit den beiden mal den Vater, ja? Und Sie, Eslige, Sie kommen mit mir. Syr folgt ihm. Das Paar ist aufgestanden. Gut, kann es sein, dass er noch schläft? Nee. Ja. Ja, vielleicht. In der Scheune. Brockhorst ist in eine Pfütze getreten. Feuerwehrmänner passieren ihn und Syr. Diesmal war es nicht nur eine Scheune. Neben einem aufgebockten Wagen. Ja, sondern auch ein Oldtimer. Gucken Sie mal da runter. Verwirrt sieht Syr zum Chef. Langsam geht sie in die Hocke und weitet die Augen. In Brandresten liegen halbgeschmolzene Gummistiefel, Rippen, ein verkohlter Schädel. Brockhorst. Die Frage ist, wer das ist. Erneut schaut Syr unter den Oldtimer. Vielleicht der alte Moors. Herr Moors! Hey! Sie können da jetzt nicht rein! Doch, da kann ich rein! Brockhorst verdreht die Augen. Scheiße. Marc schaut sich um. Hank hebt resigniert die Arme. Marks Blick fällt auf die Gummistiefel. Oh Gott, Papa. Schatz, nicht hingucken. Ich muss sie leider binden, im Haus zu warten. Das ist mein Vater. Wieso sind Sie sich da so sicher? Das war sein erster Wagen, den liebt er über alles. Und außerdem hat er das öfter gemacht, also sich irgendwo drunter gelegt. Er mocht's gern trocken, vor allem, wenn er selber nicht war. Susanne. Ist doch wahr. Das ist mein Papa. Schatz, komm. Susanne führt Marc hinaus. Hank trottet ihnen hinterher. Isabel eilt auf die Scheune zu und stoppt bei Hank. Ist da wirklich ein Toter drin? Du kannst ja jetzt nicht rein. Isabel! Du kannst ja nicht rein. Das ist Polizeisache. Komm, wir müssen jetzt zusammenpacken. Los, die anderen sind schon dabei. Syr beäugt Isabel. Im Gehen schaut die zurück. Hank blinzelt. Sag mal, hast du dich schon mal wegen der Brandursache umgesehen? Ja. Auch Wolfgang sieht in Richtung Isabel. Und? Keine offensichtlichen Spuren von Brandbeschleuniger. Wie bei den anderen Bränden vorher auch. Er sieht zu Syr. Die erwidert seinen Blick. Komisch, dass sie so ein Interesse an dem Toten hat. Oder? Interesse am Tod muss ja nichts Schlechtes sein. Bei mir war das für die Berufswahl nicht ganz unwichtig. Aber Dank, ich hab hier ein... Brockhorst zeigt auf Wolfgangs Feuerwehrkleidung. Steht in die Uniform. Tja, lange nicht getragen, aber die brauchen gerade jeden Mann. Henk und ich waren ja früher bei der... Kommen Sie mit, ich muss Ihnen was zeigen. Kommen Sie. Wolfgang wechselt einen Blick mit Syr und Henk und folgt Brockhorst in die Scheune. Henk geht hinterher. Syr sieht in Richtung Isabel. Jetzt ist er tot. Susi. Der alte Sack. Vor dem Haus. Weil du ihn nicht reinlassen wolltest. Ständig dieses Kleini an Moors. Naja, ich weiß schon, er war nicht ganz einfach. Syr. Und auch nicht sonderlich beliebt. Nee, ihr auch. Es war ein Mistkerl. Mochte mich nicht. Seine Kinder mochte er auch nicht. Eigentlich mochte der niemanden. Susanne, muss das jetzt noch sein? Ist doch wahr. Kinder heißt, Sie haben Geschwister, Herr Moors? Schulterzuckend. Eine Schwester. Wusste ich ja gar nicht. Aber Sie erben den Hof, oder? Ja.
Klar. Auch wenn die das vielleicht gerne anders hätte. Oh, das klingt nach Streit. Nein, nein, das haben wir alles schon geregelt. Ah, gut. Machst du's? Ja, vielen Dank. Wir melden uns an die Tage nochmal bei Ihnen. Mhm. Danke, tschüss. Von den Stufen vor der Haustür sieht das Ehepaar Syrer hinterher. Entsorgen und zurückbringen, okay? Ein Feuerwehrmann verlässt mit einer Wanne die Scheune. Syrer tritt zu Henk. Und? Habt ihr noch was gefunden? Wolfgang. Ja, wir haben jetzt doch Spuren von Benzin als Brandbeschleuniger entdeckt. Anders als bei den anderen Bränden. Mhm. Könnte aber auch aus dem Auto ausgelaufen sein. Der Alte hat geschlafen und hat's nicht gemerkt. In jedem Fall hatte er keine Chance. Gut, also es war entweder ein Unfall oder... Absicht. Brockhorst. Vermutlich ein Gewaltverbrechen. Wir müssen die Leiche untersuchen. Aber dann... Der stutzt. Wie jetzt? Wie soll ich das denn im Einsatzfahrzeug? Falls es euch nicht aufgefallen ist, bin ich gerade im Dienste der Feuerwehr tätig, wie man unschwer erkennen könnte. Und darüber hinaus bin ich übrigens selbstständiger Bestattungsunternehmer und nicht euer Zwischenlager für ungeklärte Mordopfer. Ich muss doch dann erst los und meinen Wagen holen. Henk zieht die Brauen hoch und nickt auffordernd. Wolfgang dreht sich zu Brockhorst. Der sieht ihn abwartend an. Ja gut, kann ich ja eben machen. Er geht. Henk, informierst du bitte Insa über die Leiche? In der Apotheke setzt Insa den blutunterlaufenden Fuß auf den Boden auf. Sie steht auf und hüpft auf einem Fuß zur Theke. Harms kommt. Frau Scherzinger. Jetzt helfen Sie mir doch mal. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ja, ich glaube schon. Ich will nämlich zur Leiche. Ich weiß, aber das geht wohl diesmal nicht. Ja, weil Sie mir nicht helfen. Wie soll ich denn da jetzt rauskommen? Harms hebt die Hände. Ja. Okay, Sie haben gewonnen. Ich bleib hier. Soll ich Ihnen helfen, wieder zurück zu Ihrem Stuhl zu kommen? Ja. Aber nicht nur dabei. Harms Gesicht zuckt. Im Revier. Brockhorst starrt auf eine Tafel mit Ermittlungsergebnissen. Erbschaftsstreitigkeiten bei den Moors, von denen wir gar nicht wissen, ob es die überhaupt gab. Hinter ihm Henk. Und wenn? Und Syrer. Dann hätten sie auch die drei Scheunen nicht anzünden müssen. Nee, Frau Esligel. Ich rieche hier eine ganz große Sache. Sehen Sie das nicht? Brockhorst dreht sich kurz zu Syrer. Natürlich. An der Tafel hängen Landkarten. Vier Scheunen in 6 Wochen. Ich sag Ihnen was. Er wendet sich um. Wir haben es hier mit einem waschechten Pyromanen zu tun, dem es egal ist, ob dabei Menschen zu Schaden kommen. Woher wollen Sie das so genau wissen? Wir hatten in Wilhelmshaven mal einen. Der hat ein paar Lagerhallen angezündet. Also erst eine kleine Halle und irgendwann brannte der halbe Hafen. Und er war immer selbst vor Ort. Aber das habe ich... Wir haben das einfach zu spät rausgekriegt. Wieder dreht er sich zur Tafel. Und ist damals auch jemand zu Tode gekommen? Brockhorsts Augen werden feucht. Ja, ich habe in einer Statistik gelesen, dass Pyromanen oft junge Männer sind. Ah. Ja. Das erklärt natürlich alles. Syrer stutzt. Ein pathologischer Pyromane, der für die schnelle Befriedigung, den kurzen Kick, den Tod eines Menschen billigend in Kauf nimmt. Das muss aber auch lange kein krankhaftes Verhalten sein. Das kann auch 1000 andere Gründe haben. Ja, Zerstörungswut, Rache. Henk setzt sich an den Doppelschreibtisch. Versicherungsbetrug. Versicherungsbetrug. Kassens hat recht. Wir brauchen einen Brandexperten. Ich war bei der Feuerwehr. Ach was? Ja. Moin. 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 Entschuldigung, Herr Brockhorst. Was will die hier? Harms. Frau Scherzinger schickt mich mit einer Beschwerde. Und warum kommt Frau Scherzinger nicht selbst? Sie hat sich verletzt. Schlimm? Ich soll nach der Brandleiche fragen. Sie würde sie gerne untersuchen. Ach, untersuchen geht also noch. Ja, das geht ja auch im Sitzen. Brockhorst grinst breit. Frau Harms. Ja? Sie sind doch auch Apothekerin. Ja. Da lernt man eine Menge über Substanzen, die brennbar sind. Nacheinander schauen beide in Richtung Henk. Meine kleine Expertenrunde. Sie gehen jetzt mit den Kollegen mit und suchen mir das Tatmittel. Ich? Wollen, dass wir die Tatorte nach Brandbeschleuniger absuchen? Genau. Ja, aber das hat doch die Spurensicherung bestimmt schon gemacht.
Aber die haben nichts gefunden. Beide setzen ein Lächeln auf. Ich brauche Ihren Sachverstand. Meinen Sachverstand. Gut, aber dann geht die Leiche zu Frau Scherzinger. Abgemacht? Sie streckt die Hand aus. Brockhorst starrt darauf. In der Scheune tütet Hans Stroh ein. Und das konnte ich euch ja nicht zumuten. Schließlich braucht ihr ja meine Hilfe. Insa. Hättet ihr mich mal in die Ermittlung von Anfang an mit einbezogen? Auf einem Tablet. Was ist, wenn wir jetzt in den anderen Scheunen keine Spuren finden, ha? Also Proben vom Stroh haben wir jetzt. Ach ja? Ach, sehr gut, Frau Harms. Dann ab in die nächste Scheune. Ich wusste gar nicht, dass Sie sich so gut mit Bränden auskennen, Frau Harms. Sie hat ja mich. Und? Habt ihr was? Das werden wir jetzt sehen. Mit dem Tablet und Insas Koffer geht Harms. Hank zückt sein Handy. Syrah zieht die Brauen zusammen. Der Kollege schaut grinsend auf sein Smartphone. Da kann's aber jemand kaum erwarten. Hm? Was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß. Kennst du? Nee. Syrah geht. Hank schaut erneut auf das Handy und steckt es ein. Etwas entfernt von der Scheune steigen Yunus und ein Bärtiger aus einem Abschleppwagen. Moin! Harms. Moin. 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 Yunus, was macht ihr denn hier? Harms beim Streifenwagen. Wird die Karre noch repariert? Nee. Die Versicherung will ihn von Olli, Herrn Ahlers, Moin. Begutachten lassen, damit der Schadensfall bestätigt und das Geld zügig ausgezahlt werden kann. Begutachten? Das heißt, er war wertvoll? Sicher, er war ein Oldtimer. Die Moors kommen. Und wie hoch ist er versichert? Das weiß ich jetzt nicht, müsste ich nachsehen. Ja, dann mach das so. Ich hab die Unterlagen nicht dabei. Also ich musste dann jetzt mal los. Ja, wir auch, ne? Unsere kriminaltechnische Sachverständige muss noch weitere Untersuchungen an anderen Tatorten vornehmen. Kommst du? Hank, warte mal bitte. Marc? Hä? Wir legen auch los, oder? Joa. Die Moors folgen Syrah. Hey. Hallo. Moment mal. Tatorte, was meint er damit? Herr Moors, Ihr Vater ist das erste Todesopfer in dieser Brandserie. Und wir müssen in alle Richtungen ermitteln. Sie geht weiter. Was ich nicht verstehe, ist, warum er nicht ins Haus rein ist. Ich meine, ich weiß, Sie haben ihn nicht reingelassen, aber ich meine, hatte der keinen Schlüssel? Na klar, hat er einen Schlüssel. Wahrscheinlich hat er das Türschloss nicht gefunden, besoffen wie er war. Ja, das ist einfach nicht gepackt. Also gut. Auf der Steinbrücke zum Haus. Syrah hält inne. Er ist hier lang gelaufen. Im Dunkeln. Richtung Scheune. Genau. Haben Sie gehört, wie er weggegangen ist? Nee. Syrah, heute noch. Ja, ich komm ja schon. Okay, erstmal vielen Dank. Wir melden uns dann nochmal. Sie geht. In der Mitte der gepflasterten Brücke stockt sie. Aus einiger Entfernung sieht der Kollege zu ihr. Marc und die zierliche Susanne verharren gespannt. Syrah geht in die Hocke und streift einen Einmalhandschuh über. Hank nähert sich von einer Seite, das Ehepaar von der anderen. Auf dem Pflaster prangt ein Blutfleck. Syrah tupft mit dem weißen Handschuh etwas davon auf. Erschrocken dreht sich Susanne zu Marc. Das Blut. Syrah hebt den Blick ganz langsam zum Ehepaar. In einer Werkstatt. Olli. Mann, deine Schwester will es aber auch ganz genau wissen, ne? Sie ist halt Polizistin. Ja, mach dir mal keine Sorgen. Beim Oldtimer. Mit den Versicherungen ist alles wasserdicht. Ja klar, warum auch nicht? Olli lächelt mit zusammengepressten Lippen und geht in ein Büro. Stirnrunzelnd arbeitet Yunus am Oldtimer. Natürlich, sind wir dran. Vor der Hafenapotheke lehnt Hank am Streifenwagen. Wie sieht's aus? Heute Abend ein kleiner Lagebericht bei mir auf dem Hausboden? Er grinst. Alles klar, bis dann. Er lässt das Handy sinken und stößt sich von der Motorhaube ab. In der Apotheke beugt sich Syrah zu einem Gerät. Ein Massenspektrometer. Was du hier nicht alles hast, Insa. Tja, man muss halt auf alles vorbereitet sein. Ja. Hank. Wow, ein Massenspektrometer. Was du hier nicht alles hast, Insa. Ja, damit kannst du ja jetzt rausfinden, ob Benzin im Spiel war. Ja, oder andere Stoffe. Es misst die Masse der Atome in chemischen Verbindungen und damit kann man dann sagen, welche Verbindung vorliegt. Ja, gesättigte acyclische Kohlenwasserstoffe. Die Frauen staunen. Einfach Verbindungen von Kohlenstoffen und Wasserstoffen. Keine Kohlenstoffringe. Genau. Genau. Ich wusste gar nicht, dass Sie so eine Expertin sind, Frau Harms. Insa starrt Hank an. Sie haben mich auch noch nie gefragt. Dann zeigen Sie doch mal, was Sie so drauf haben. Gut. Ich kümmere mich derweil um Syrahs Entdeckung.
Dann wollen wir doch mal sehen. Sie betrachtet den Handschuh mit blutiger Fingerspitze. Auf ihrem Hof kommen der kräftige Thorsten Otto und seine Frau, ihr Vorname ist Kerstin, aus dem Haus. Hast du alles? Ja. Ah, Autoschlüssel. Er macht kehrt. Kerstin, sie hat dunkles Haar, lächelt nachsichtig. Sie grübelt. Eine Blonde, es ist Polizeipräsidentin Antje Reif, späht um eine Ecke herüber. Thorsten kommt zurück. Kerstin wendet sich zu einem Bulli, einem alten Kleinbus. Thorsten, er hat einen Bart fast nach ihrer Hand. Danke, dass du immer für mich da bist. Kerstin sieht ihrem Mann in die Augen. Er küsst sie auf die Wange. Das Paar umarmt sich. Mit bewegter Miene sieht Reif zu. Hast du eigentlich mal unsere Versicherung gecheckt? Was die alles abdecken? Ja, Feuer ist mit drin. Und sogar Brandstiftung. Gut. Beide lächeln. Komm, wir fahren. Sie nähert sich der Beifahrerseite des Bullis. Thorsten sieht ihr wohlwollend nach und geht auch los. In seinem Büro studiert Brockhorst ein Blatt. Kein Brandbeschleuniger. Dann stammt das Benzin wohl doch vom Oldtimer. Aber Blut. Immerhin. Er schaut auf. Der alte Morse ist gestürzt, sagen Sie? Ja. Und wir wissen das von Frau Scherzinger und ihrem Massenspektrometer. Henk, hört zu. Und von Frau Harms, ja. Aber irgendwas muss doch bei den Bränden verwendet worden sein. Also damals in Wilhelmshaven hatte der Kerl auch irgendwas selber zusammengemixt. Wir haben ewig gebraucht, um das rauszufinden. Naja, manchmal reicht es auch, wenn das Sonnenlicht durch eine Scheibe gebündelt wird. Ich weiß nicht. Ja, oder der alte Morse war mal wieder besoffen und hat es tatsächlich geschafft, er sich und dann die Scheune abzufackeln. Und was ist mit dem Oldtimer? Wie jetzt? Alte Autos stehen schon mal in Scheunen, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ich meine, dass der abgebrannt ist und auch kurz vorher versichert wurde. Der Wagen oder das Gebäude? Beides. Sehr gut. Sehr gut. Er stiert ins Leere. Irritiert wechseln Syr und Henk einen Blick. Sie verlassen das Büro. Nebenan geht Syr zu ihrem Platz am Doppelschreibtisch. Eine blondgelockte in schwarzer Lederjacke steht auf der Hafenpromenade zum Wassergewand. Es ist Isabel. Sie geht in die Hocke, schlägt ein Tagebuch auf und reißt eine vollbeschriebene Seite mit einer Flamme heraus. Das Blatt zündet sie mit einem Zippo an. Gebannt starrt Isabel auf das brennende Papier. Dieses flattert auf das grünliche Wasser hinab. Isabel reißt weitere Seiten aus dem Tagebuch. Ein weiteres Blatt brennt. Wolfgangs Wagen hält vor dem Bestattungsinstitut. Im Kühlkeller trägt er Insa zu einer zugedeckten Leiche. Sie legt ihren Koffer ab. Wolfgang zieht mit einem Fuß einen Stuhl heran und setzt Insa darauf. Die Arme umeinander gelegt, sehen sie sich in die Augen. Oh, Entschuldigung, ich kann noch wieder gehen. Nein, Frau Harms, bleiben Sie hier. Wolfgang streicht sich über die Krawatte. Danke, Wolfgang. Harms schmunzelt. Ich bin oben. Er geht. Insa holt das Handy aus ihrer weinroten Lederjacke. Moin, Syr. Frau Harms hat übrigens Mess. Moin. Syr und Henk. Der alte Maus hat eine Kopfverletzung. Ja, und die ist vom Sturz vor der Haustür. Ja, vermutlich. Insa betrachtet den Schädel. Ich glaube nicht, dass sie tödlich war. Sie hat ihn wahrscheinlich mit dem Alkohol zusammen benommen gemacht. Okay, das heißt, er hat noch gelebt, als das Feuer ausbrach. Ich glaube, er hat eine Rauchvergiftung. Frau Harms wird eine Probe nehmen, in der kann man dann auch eventuell feststellen, was er eingeatmet hat. Und so auf einen möglichen Brandbeschleuniger schließen. Genau. Sehr gut. Bis wann habt ihr das Ergebnis? Bis morgen. Bis morgen. Okay, gut. Dann bis morgen. Bis morgen. Verdutzt schaut Insa zu Harms. Die grinst. Hast du es mitbekommen? Auf einer Kreuzung ist Henk stehen geblieben. Henk? Hm? Er schaut von seinem Handy auf. Syr macht kehrt. Was machst du da? Was war? Er steckt das Handy ein. Nichts. Hey, tut mir leid. Syr stoppt wieder. Sag mal, was hast du denn jetzt noch vor? Mit Jonas sprechen. Verstehe. Das kannst du auch bestimmt allein viel besser, oder? Vielleicht. Wenn du mir sagst, wen du jetzt noch so Wichtiges treffen musst. Klar. Und? Habe ich was von jetzt gleich gesagt? Im Gehen grinst er Syr zu. Auch sie grinst schief und entfernt sich in die andere Richtung. Sie trägt eine kurzärmelige schwarze Dienstbluse. Auf der Hafenpromenade, Isabel und zwei Jugendliche. Was soll die Scheiße? Spinnst du da was? Lass mich in Ruhe! Hey, was soll das? Henk. Gibt's ein Problem? Die fackelt hier irgendwas ab. Das geht euch gar nichts an.
Naja, kommt drauf an, was du abwackelst, ne? Das ist ja wohl meine Sache. Sie eilt davon. Ist ja so los. Lass sie in Ruhe, verstanden? Der Teenager reißt sich von Hank los und entfernt sich mit einer etwa Gleichaltrigen. Prüfend sieht Hank ihnen nach. Der Streifenwagen fährt eine Straße unweit eines Friedhofs entlang. Er rollt in die Werkstatt. Olli hockt beim Oldtimer. Syr steigt aus. Olli! Ja, moin. Moin. Ist Yunus da? Yunus? Ja! Zum Bruder im Overall. Hey. Hey. Ich wollte noch mal die Versicherungssumme von dem Morse checken. Ja, klar. Um wem du alles Versicherungen vermittelt hast. Hab ich alles hier. Er blättert in einem Ordner. Und zwar Hollmann, Moors, Appelt, Zink. Warte mal, das sind doch alles Höfe, bei denen es dann auch tatsächlich gebrannt hat. Ja, ist doch gut für die. Olli. Ich habe hier noch vier andere. Syr mustert Olli. Zu Yunus. Und wann haben die Versicherung abgeschlossen? Nach dem ersten Brand. Dürfte ich mal? Klar. Olli hantiert mit einem Klemmbrett und sieht herüber. Kurz dreht sich Yunus nach ihm um. Syr blättert im Ordner. Die hatten alle teure Maschinen in ihren Scheunen stehen. Das soll vorkommen. Syr nickt und blättert weiter. Und der Oldtimer von den Moors ist mit 75.000 versichert? Yunus zuckt mit den Schultern und nickt. Dann zieht er irritiert die Brauen zusammen. Und das Gutachten dafür hast du gemacht, Olli? Ja, klar, ich bin ja vereidigt. Ja. Kurt sieht sie zu Yunus. Sag mal, hattest du nicht letztes Jahr Ärger? Wegen gefälschter Teile, die du eingebaut hast? Das waren Reimporte, das gerichtlich bestätigt. Alles sauber, sonst könnte ich ja kein Sachverständiger mehr sein. Ja. Sag mal, was soll das hier werden, Syr? Glaubst du, wir bescheißen? Nein, ich versuche... Was versuchst du? Mir das kaputt zu machen, was ich mir hier aufbaue? Du unterstellst uns gerade krumme Geschäfte. Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Syr schaut zwischen den Männern hin und her. Dann tritt sie dicht vor ihren Bruder. Yunus, weißt du, wer es war? Nein. Syr fixiert den Bruder. Der sieht kurz zu Olli. Mann, nein! Syr nickt. Okay. Grübelnd wendet sie sich ab und geht in der großen Halle zum Streifenwagen. Die Männer sehen ihr nach. Ein Flug über die Leda mit der Leraner Innenstadt. Hank schläft in seinem Bett. Er greift zum Handy. Reif, sie ist Ende 40, kommt aus dem Bad. Moin, Frau Polizeipräsidentin. Morgen. Sie knöpft ihre Bluse zu. Schon wieder ein Einsatz? Ganz so aus. Die Feuerwehr ist unterwegs. Dachte ich mir doch, dass der nochmal aktiv wird. Ach ja, schon erstaunlich, trotz des Toten. Ja, wer einmal Feuer gefangen hat, kommt so schnell nicht mehr davon los. Sie lächelt Hank an. Grübelnd mustert er sie. Du sagst mir Bescheid, wie es gelaufen ist. Wie, kommst du nicht mit? Nee, Brockhaus muss doch nichts von meiner Anwesenheit her wissen. Auch nicht, wenn es auf dem Autohof brennt? Dann hast du dich da einquartiert. Was? Ja. Gott, du Scheiße. Komm, wir fahren zusammen. Ich schmeiß irgendwann ein Stück Feuer raus. Nee, das ist keine gute Idee. Sie hastet Stufen hoch. Hank springt vom Bett. Ein Anruf von Syr. Mit Stiefeletten in der Hand geht Hank. Syr joggt. Hier ist die Mailbox von Hank Cousins. Gerade habe ich Besseres zu tun. Meld mich aber, wenn ich damit fertig bin. Hank, ruf mich mal zurück, wenn du das abhörst, ja? Wir müssen was überprüfen. Wegen des Gutachtens für die Versicherung. Aber möglichst so, dass Brockhaus nichts davon mitkriegt, okay? Gut, bis dann. Sie tippt an den kabellosen Ohrhörer. Langsamer werdend zieht sie das Handy aus der Jogginghose. Scheiße. Sie schirmt mit einer Hand die Augen ab und blickt über einen Acker in die Ferne. Vom Ottohof steigt eine Rauchsäule auf. Syr läuft weiter. Zwischen Feuerwehrwagen geht Hank zu einer Scheune mit Brandschaden. Hank! Syr, auch schon da? Ich habe gerade versucht, dich zu erreichen. Lass mich schon vermisst. Kerstin kommt. Haben Sie meinen Mann gesehen? Nein. Was mit den Gästen? Sind die in Sicherheit? Die sind alle im Haupthaus untergebracht. Und es ist auch nur noch einer da, die andere ist schon abgereist. Okay, gut. Wo warst du? Oh Gott. Ich hab dich überall gesucht. Das sollte alles nicht wahr sein. Syr, es ist furchtbar. Wir haben schon wieder einen... Wolfgang bemerkt das Ehepaar. Fund. Okay, ich komme mit rein. In Joggingkleidung folgt sie Wolfgang in die Scheune. Das Ehepaar, sie in Schlafshorts, bleibt untergehakt zurück.
In einem verrauchten Durchgang begegnen Wolfgang und Sühe einem Feuerwehrmann. Im angrenzenden Stall hockt Henk mit blauen Einmalhandschuhen vor rußigem Stroh. Er sieht zu seiner Kollegin und Wolfgang. Nicht mehr viel zu erkennen. Rippen, eine schwarze Hand, ein Schädel. Sieht aus, als hätte sie hier im Stroh geschlafen. Wie zugedeckt. Sie? Die Leiche. Henk wendet sich dieser wieder zu. Warte mal. In den Brandresten liegt ein karierter Stofffetzen. Henk hält ihn hoch. Schau mal. Die Kollegin und Wolfgang gehen in die Hocke. Düster blickt Sühr auf den versenkten Fetzen. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Am Getränkestand öffnet Markus in kariertem Hemd eine Bierflasche. Im Stall sieht Sühr zu Wolfgang. Sie kommt aus der Scheune und blickt zu den Ottos. Ralf steht in der Deckung eines Feuerwehrwagens. Henk schaut von der Scheune zu ihr. Im Näherkommen steckt er eine Asservatentüte ein. Hey, alles in Ordnung? Ja, natürlich. Sieh zu, dass die Ottos mich nicht sehen, ja? Ich bin offiziell schon abgereist und sie sollen nicht wissen, dass ich von der Polizei bin. Okay. Sie lächelt bemüht. Henk sieht kurz in Richtung Sühe. Kerstin? Bei uns im Stall? Sühe nickt. Oh Gott, wie furchtbar. Tausten sie zu Boden. Wissen Sie schon, wer? Nein, noch nicht. Aber ich befürchte, es ist der Mann, mit dem Sie auf der Veranstaltung von meinem Bruder waren. Am Getränkestand. Zu Kerstin. Markus Lindemann. Die Scheune ist noch nicht gesichert. Vielleicht bleiben Sie erst mal im Haus. Hm? Hand in Hand geht das Ehepaar. Brockhorst kommt. Henk. Ach, Scheiße. Den übernimmst du sicher gerne, du, oder? Er verzieht sich. Und? Wieder eine Leiche? Ja. Na toll. Wem soll ich das erklären? Hm? Ja, Herr Brockhorst, das möchte ich auch gerne wissen. Sühe dreht sich um. Frau Polizeipräsidentin, gnädige Frau, was machen Sie denn hier? Wir sind hier mitten in den Ermittlungen. Herr Brockhorst, kommen Sie bitte mal mit. Sie machen hier weiter. Natürlich. Brockhorst im Gehen. Herr Habedank, nehmen Sie doch bitte den Leichnam schon mal mit. Nee, ich hab... Sehr gut. Ich bin wirklich... Sie kann ich nicht verlassen. Oh. Habedank. Frau Brandes, was kann ich... Er nimmt den Feuerwehrhelm ab. Ja, selbstverständlich. Also doch lieber die Eiche, aber nicht lackiert. Henk kommt zu Sühe. Wolfgang ist ganz schön im Stress. Sag mal, das war doch gerade die Reife, oder? Was wollt ihr denn? Keine Ahnung, wo die so plötzlich herkommt. Sie lässt Henk stehen. Seine Brauen zucken. Bei einer Limousine. Frau Reif, ich hatte es Ihnen doch gesagt, ich bin da dran. Ja, das sehe ich, wie Sie da dran sind. Ich hatte Ihnen doch gesagt, keine weiteren Toten mehr. Sonst sind Sie auch hier weg vom Fenster, wie im Wilhelmshaven. Ich bin kurz davor, den Täter zu finden. Kurz davor? Ja. Wie lange brauchen Sie denn noch? 2 verbrannte Scheunen oder 5? Ich schwöre Ihnen, ich habe da eine ganz heiße Spur. Hier geht es um... Sühe ist näher gekommen. Versicherung. Genau, Versicherungen. Herr Brockhorst? Jetzt nicht, Frau Özlegül. Haben Sie sich das gerade ausgedacht? Was? Nein! Morgen. Spätestens übermorgen habe ich einen möglichen Täter für Sie. Gut, Herr Brockhorst. Bis übermorgen gebe ich Ihnen noch. Dann will ich aber ernstzunehmende Täteroptionen haben. Wenn nicht, werden Sie... Versetzt? Weiter runter geht's doch gar nicht mehr. Oh doch. Und ob? Henk kommt. Jetzt zurück an die Arbeit. Ich frage noch mal nach, ob die das wirklich ernst meint. Zu Sühe? Na los, an die Arbeit. Antje? Hey. Im Gehen? Herr Brockhorst, das mit den Versicherungen ist aber nicht Ihre einzige Spur, oder? Haben Sie einen besseren Vorschlag? Beide neigen den Kopf. Bei der Limousine. Und? Wann sehen wir uns? Frau Reif. Und Sie. Das klang aber vorhin noch ganz anders. Vorhin ist vorbei. Wow. Das ging schnell. Sie wissen doch, wie es läuft. Nee, wie denn? Herr Kassens, ein Toter ist schlimm genug. 2 sind inakzeptabel. Das kann sogar mich meinen Job kosten. Ich wollte sicher gehen, dass Brockhorst diesmal den Täter findet. Und es nicht eskaliert, wie damals in Wilhelmshaven. Wie, es ging dir nur um Informationen zu den Ermittlungen? Was denn sonst? Sie steigt ins Auto. Henk schluckt. Und Herr Kassens? Sie wollen doch sicher nicht, dass Ihre Jugendsünden polizeiintern publik werden. Also,
kein Wort über unser kleines Arrangement hier. Bitte was? Sie haben mich schon verstanden. Eine Brandserie gab es ja auch hier vor einigen Jahren schon mal. Nicht wahr? Hey, das kannst du nicht machen. Der Wagen fährt weg. Hank schüttelt den Kopf. In seinem Rücken ein Gebäude mit weißer Fassade und braunen Fensterbänken. Kerstin öffnet die Tür zu einem Gästezimmer. Söhr und Brockhorst treten ein. An der Wand hängt ein Bild mit Leuchtturm. Auf dem Bett liegt ein offener Koffer mit Kleidung. In dem Zimmer hat Markus gewohnt. Markus? Lindemann, Markus Lindemann. Aus Dortmund. Thorsten steht neben ihr. Er war jedes Jahr für ein paar Wochen bei uns. Mit Blick zu ihm. Wir waren sowas wie Freunde. Wollte er abreisen? Ja, morgen. Was hat er da im Stall gemacht? Wahrscheinlich geschlafen. Brockhorst starrt zum Bild. Wir bieten Stallübernachtung an. Aber das muss eigentlich vorher abgesprochen werden. Ihr war heimlich im Stall? Er kannte sich gut aus im Haus. Er wusste, wo die Schlüssel sind. Und Sie? Wo waren Sie die Nacht? Im Haus. Wir haben geschlafen, bis wir das Feuer bemerkt haben. Wir dachten, Markus schläft in seinem Zimmer. Sind Sie versichert? Ja, natürlich. Nach dem Kauf unseres Hofes haben wir alle Versicherungen vom Vorgänger übernommen. Aber einen Oldtimer haben Sie nicht. Was? Nein. Sagen Sie, die Dame, die bereits abgereist ist, wir bräuchten Name und Adresse, bitte. Anna Carver aus Kiel. Hank geht durch die Scheune in den Stall. Eine Feuerwehrfrau zu Isabel. Und die Druckschläuche ordentlich zusammenrollen, sonst gibt's Ärger mit Wolfgang. Im letzten Mal musste Dirk sie alle noch mal neu aufräumen. Da kennt der HB nix. Echt? Die kommen wieder zurück zu Horst, aber nur die Größe C. Die B-Schläuche schleppen wir erstmal von den Stall. Sie ist genau wie du früher. Nur umgekehrt. Total fleißig. Wolfgang zu Hank. Sie schauen zu Isabel. Wollte sie wieder die Leiche sehen? Nee, diesmal nicht. Warum fragst du? Hank schielt über die Schulter zu Wolfgang. Machst du dir Sorgen? Nee, warum? Alles gut. Das von damals ist lange vorbei. Da denkt heute niemand mehr dran. Mhm. Es wird sich nicht wiederholen. Naja, ganz bestimmt nicht. Eben. Aber Hand. Brockhorst und Söhr kommen. Wo ist die Leiche? Die Leiche ist da, wo sie... Egal. Ich kann eine Weile in ihrem Kühlkeller bleiben, bis die Kollegen sie abholen. Da wird sich unser freuen über noch mehr Gesellschaft. Und Sie finden raus, wer diese Frau Carver ist. Ja. Boah, Scheiße. Brockhorst geht. Frau Carver? Anna Carver, der andere Gast der Ottos. Sie ist schon abgereist. Anna Carver. Aha. Kennst du sie etwa? Nee, kenne ich nicht. Will ich auch nicht kennen. Er verlässt den Stall. Im Revier. Verdammt noch mal, warum meldet sich die Versicherung nicht? Söhr sieht zu Brockhorst ins Büro und dann über den Doppelschreibtisch. Hank? Hm? Komm, lass uns mal los. Wohin? Zu Wolfgang. Hank bleibt sitzen. Wo gehen Sie hin, Frau Hösslegül? Den Brandstifter finden. Hank? Haben wir schon irgendwas über diese Frau Carver? Ja, ja. Ja, da sind wir dran. Sie geht. Hank steht auf und nimmt sein Handy. Na, danke. Alles muss ich hier alleine machen. Söhr und Hank betreten das Bestattungsinstitut. Sie neigt den Kopf tiefer. Wolfgang? Der taucht hinter dem Schreibtisch auf. Moin. Moin. Sieht nach Stress aus. Da soll noch mal einer sagen, man kann sich nicht zweiteilen. Ja, hat was dein Stilmix. Ausgerechnet jetzt will ganz leer plötzlich Bestattungsvorsorge betreiben. Er ordnet Unterlagen. Wenn wir nicht gerade einen Brand löschen, müssen wir zu einem Fehlalarm ausrücken. Und mein Kühlkeller wird von zwei eifrigen Apothekerinnen belagert. Er trägt eine Krawatte zur Feuerwehrhose. Also, was kann ich für euch tun? Also es ist so, mir geht diese eine Sache nicht aus dem Kopf. Man hört ja immer mal wieder, dass Feuerwehrleute auch selber Brände verursachen und... Ach, Söhr. Die Spinne in der Yucca-Palme. Moderne Mythen. In der Realität sind das absolute Ausnahmen. Absolute Ausnahmen? Ja. Wolfgang legt Papiere in eine Lade. Ihr habt sowas noch nicht erlebt. Hank? Nö. Söhr sieht von ihm zu Wolfgang. Isabel, dieses Mädchen. Jetzt fang doch nicht schon wieder mit der an. Was ist mit Isabel? Findet ihr die nicht irgendwie merkwürdig? Wolfgang verschränkt die Hände. Söhr, was meinst du denn eigentlich genau?
Wolfgang, sie verhält sich schon sehr ungewöhnlich. Sie nimmt Platz. Sie wollte die Leiche sehen. Und die anderen Jugendlichen wollen auch nichts mit ihr zu tun haben, weil sie irgendwie komisch ist. Was ich damit sagen will... Henk lacht bitter. Pyromanen sind oft Einzelgänger. Genauso wie Teenager. Dieser Lebensabschnitt bringt nun mal mitunter seltsame Verhaltensweisen zutage. Weil deswegen fackelt man noch lange keine Scheunen ab. Genau. Wir haben damals höchstens die Tanzfläche abgefackelt. Ich habe damals immer so Mixtapes gemacht. Für jeden Anlass eine Kassette. Richtfest bei den Lührs? Das war legendär. Leute, was ist los mit euch? Sie steht neben einem Sarg. Wir versuchen, ihren Mörder zu finden. Wolfgang, was weißt du über diese Isabel? Nicht viel. Er lehnt sich zurück. Sie wohnt noch nicht lange hier. Ich glaube, ihre Eltern lassen sich gerade scheiden. Das sind ja alles riesige Herausforderungen. Sie muss sich hier erst reinfinden. Es fällt ja auch manchmal Erwachsenen nicht immer ganz leicht. Du willst jetzt wirklich ihr die Brände in die Schuhe schieben, oder was? Ich will überhaupt gar nichts. Ich will herausfinden, wer es war. Und dafür kommt im Moment jeder in Betracht. Ja, stimmt. Dein Versicherungsvertreter, Bruder, zum Beispiel. Was, Yunus? Ach komm, hör auf, Henk. Ja doch, der ist der Einzige, der zu einem betreffenden Bauern Kontakt hatte. So ein Bullshit, Henk. Den Ottos hat er überhaupt gar keine Versicherung verkauft. Wie, aber allen anderen schon? Henk sieht Sjöa auffordernd an. Echt jetzt? Wolfgang verharrt abwartend. Er ist euer Freund. Sie geht. Oh Mann, Sjöa! Er folgt ihr. Scheiße. Ja, habe Dank. Der Streifenwagen hält in der Altstadt mit Backsteinhäusern. Du kannst doch nicht ernsthaft davon ausgehen, dass eine 16-Jährige solche Brände legt. Wie gesagt, sie passt auf die Definition von Pyroman. Sie ist ein Mädchen? Und? Es muss ja wohl nicht zwangsläufig ein junger Mann sein, nur weil es häufiger vorkommt? Ach, und deswegen fahren wir jetzt nicht mehr zu Yunus, oder was? Hä? Mann, Sie, ich glaube doch auch nicht, dass er das war, aber... Aber was? Sie geht zu einer Haustür. In einer Mordermittlung muss man für alles offen sein, Henk. Ja, ganz genau. Und deswegen darf man sich auch nicht zu schnell auf eine Richtung festlegen. Das gibt sonst böse Überraschungen. Eine Brünette öffnet. Moin. Moin. Frau Winkler? Ja. Hanna? Sjöa? Ja. Hanna Winkler? Ja. Mein Name ist Özlügül, das ist mein Kollege... Henk. Kassens. Hanna strahlt. Das ist eine Überraschung. Wie geht's dir? Ja, gut. Ganz gut. Bei der Polizei bist du. Das hätte ich aber nicht gedacht. Obwohl, eigentlich passt es ganz gut. Uniformen haben dir schon immer gut gestanden. Henk lächelt unsicher. Wie lange ist das jetzt her? 20 Jahre? So lang schon. Ich stelle das unverhoffte Wiedersehen ja nur ungern, aber wir hätten ein paar Fragen zu ihrer Tochter. Drinnen. Isabelle ist noch nicht aus der Schule zurück. Das macht gar nichts. Sie können uns die Fragen sicherlich auch beantworten. Henk betrachtet Fotos. Isabel ist ja bei der Freiwilligen Feuerwehr, ist das richtig? Ja, noch ganz frisch. 2 Monate vielleicht. Seit wann bist du zurück? Ein Bild zeigt Hanna. Seit letztem Jahr. Mit Mann und Tochter. Und warum ist sie da? Hanna stutzt. Bei der Feuerwehr. Was interessiert sie daran? Zu Henk. Mein Mann, Isabels Vater und ich haben uns getrennt. Tut mir leid. Ja, ist schon in Ordnung. Ich hätte mich bestimmt bei dir gemeldet, aber für Isabelle ist es nicht so einfach hier. Ich musste mich erst mal um sie kümmern, ihr helfen, dass sie Freunde findet. Sie kennen sich aus Henks Feuerwehrzeiten, ja? Ja. Fußball und Klotschießen kamen für mich nicht in Frage. Es war eine tolle Zeit damals. Das wollte ich für Isabelle auch. Und tatsächlich ist es das Einzige, was sie gerne macht. Aber so richtig Anschluss hat sie da ja noch nicht gefunden. Tja. Entschuldigen Sie, aber wenn Sie jetzt hier unterstellen wollen, dass meine Tochter was mit den Bränden zu tun hat, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich würde mitbekommen, wenn meine Tochter nachts heimlich das Haus verlässt. Sjöa blinzelt und nickt skeptisch. Im Bestattungsinstitut. Am Schreibtisch öffnet Wolfgang eine Schachtel. Er nimmt einen kleinen Kassettenrekorder heraus. Dann greift er nacheinander zu Kassetten. Wolfgangs New Wave Mix, Automix Tape, Insas Feuerwehrball Hit Mix. Die letzte spielt er ab. Wolfgang lehnt sich zurück und verschränkt die Hände im Nacken. Ein Flug auf eine Bucht zu.
Auf einem ansonsten leeren Parkplatz steht der Streifenwagen. Hank und Söhr lehnen an der Motorhaube. Könnte natürlich auch ein Unfall gewesen sein. Beide Leichen lagen so, dass man sie nicht direkt sehen konnte. Ja, sag ich doch. Aber gleich zweimal? In ihrer Hand eine Wasserflasche. Den Kopf abgewandt schaut Hank ins Leere. Söhr mustert ihn von der Seite. Du hast schon lange keine Nachricht mehr bekommen. Was ist los? Ist die heiße Sache auf Eis gelegt? Okay. Musst mir nichts erzählen. Sie trinkt einen Schluck. Verkniffen schauen beide auf das Wasser. Und Hannah und du, ihr wart ein Paar, ja? Ja. Ist aber lange her. Lange her? Warum? Wie alt wart ihr denn? So alt wie Isabel jetzt. Erste große Liebe, ja? Ja, vielleicht. Und dann? Keine Ahnung. Ist sie weggezogen. Syr sieht ihn an. Ach komm schon, Hank. Das ist doch nur die halbe Wahrheit. Syr, es reicht, okay? Er marschiert davon. Syr schließt kurz die Augen. Hannah steht an einem Fenster. Du glaubst doch nicht etwa, ich weiß nicht, dass du hier bist. Isabel hat ihre Lederjacke genommen und sieht gequält zur Mutter. Du hast ihr nichts gesagt, oder? Nein. Die Arme verschränkt schauen sie sich an. Wohin gehst du? Weiß nicht. Bleib besser hier. Und dann? Sagst du mir, was gut für mich ist? Weil du das ja so gut weißt. Sie geht. Hannah setzt zum Sprechen an. Mann, Hank! Auf einer Straße zwischen Feldern. Woher soll ich wissen, was mit dir los ist, wenn du nicht mit mir redest? Was soll diese Geheimniskrämerei? Hey! Sie holt zu ihm auf. Wir sind doch ein Team. Wie wär's, wenn du schon mal losfährst? Ich komme allein nach Hause. Syr bleibt mit grimmiger Miene zurück. Sie greift zum Handy. Insa hat was in der Lunge vom alten Morse gefunden. Hank stoppt. Wir sollen noch mal alle Tatorte absuchen. Kommst du mit? Aber nur, wenn du bitte sagst. Spöttisch lächelnd. Bitte. Hank grinst unmerklich. In Brockhorsts Büro. Ja, Brockhorst hier. Frau Erveling, Sie müssten für mich da mal was rausfinden. Susanne geht vom Frühstückstisch zur Haustür. Oh, hallo. Hallo. Die Ottos. Ja, kommen Sie doch rein. Thorsten. Wir wollten nicht stören. Ach was. Kommen Sie. Die Nachbarn treten ein. Wir haben die beim Aufräumen gefunden und wir dachten, dass Sie die vielleicht wieder haben wollen. Schau mal, Schatz. Papas Mütze. Thorsten reicht Marc die Schildkappe. Ja, danke. Bedrückt blickt er darauf. Wollen Sie vielleicht was trinken? Ihr, bitte ihr. Ja. Gut. Wollt ihr? Nee, danke. Kerstin und Susanne schauen unsicher zu ihren Männern. Marc bemerkt den Blick seiner Frau. Wir haben gehört, bei euch gab es auch einen Toten. Ja. Ja, ein langjähriger Feriengast. Sie nimmt Thorstens Hand. Es tut mir leid. Mir auch. Marc mit Stoppelbart sieht zu seiner Frau. Wir wollten ja eigentlich immer mal zu euch rüberkommen, aber sein Vater war dagegen. Die Zugezogenen, die besucht man nicht. Ne? Naja, ihr wisst ja jetzt wahrscheinlich, wer er war. Unsicher beäugen die vier einander. Hat die Versicherung bei euch schon bezahlt? Ja, die prüfen noch. Bei euch? Ja. Ja, der Gutachter war schon da. Den kann ich nur empfehlen. Alas heißt er. Ja. Bei uns hat die Versicherung leider ihren eigenen Gutachter geschickt. Oh, das ist scheiße. Mensch, haben wir Glück gehabt. Da haben wir richtig Glück gehabt. Kerstin lächelt bemüht. Susanne deutet ein Gläschen an. Vielleicht doch ein Lütten. Marc? Ja, ein Lütten, ne? Seine Frau entfernt sich. Thorsten beobachtet Marc. Kerstin lächelt den Nachbarn an. Vor der Scheune der Mors steigt Wolfgang aus dem Bestattungsfahrzeug. Der Streifenwagen hält. Wolfgang! Moin! Moin! Was machst du denn hier? Insa hat mich geschickt. Was, dich auch? Ja. Sie braucht meine feuerwehrmännliche Expertise. Ah, deswegen der Anzug, ja? Ja, genau. Sag mal, wusstest du, dass Hannah wieder hier ist? Hannah? Wie, deine Hannah? Ja. Nee. Isabel ist ihre Tochter. Nein, aber die hieß doch Stroth.
Scheinbar nicht mehr. Und hat sie sich ansonsten verändert? Kaum. Beide grinsen. Dem Armlenk hat's fast das Herz zerrissen, als sie weggezogen ist. Hä? Du hast mir doch damals immer die Ohren vollgeheult, wenn du einen Korb gekriegt hast. Ein Korb? Ich? Das ist ja lächerlich. Also als ob. Jemand huscht durch die Scheune. Ist da jemand drin? Hank fasst ans Gürtelholster. Wolfgang, du wartest. Ein Blick aus der Scheune. Mit gezückter Pistole kommt Hank näher. Syr hinter ihm greift auch zur Waffe. Wolfgang folgt den beiden vorsichtig. Hank späht zum Tor herein. Langsam betreten er und Syr die Scheune. Hank wirft einen Blick hinter Strohballen. Wolfgang taucht im Tor auf. Die Waffen im Anschlag pirschen Hank und Syr vor. Wolfgang schaut hinter das Scheunentor. Syr blickt sich angespannt um. Hank zielt auf eine Ecke. Polizei, kommen Sie raus da! Mit erhobenen Händen und schuldbewusster Miene tritt Harms hervor. Frau Harms? Was machen Sie denn schon wieder hier? Spuren suchen? Frau Scherzinger hat mich beauftragt. Ach, Sie auch? Ja, weil ich doch schon die Lungenproben von dem alten Mors untersucht habe und weil ich mich mit Brandstiftung auskenne. Ist ja bemerkenswert. Ja, oder? Sie erstutzt. Also ich hatte meinen Freund in Emstetten, der hatte eine Vorliebe für Feuer. Hm. Scheint ja eine heiße Sache gewesen zu sein. Das war's auch. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, ich weiß, wie man fast spurlos Feuer machen kann. Aha. Ja, ich bin hier, um die Stoffe zu suchen, die man mit den Proben abgleichen kann, die wir in der Lunge von dem alten Mors gefunden haben. Na dann? Harms grinst. Sie kratzt Verkohltes in eine Asservatentüte. Das war's auch schon. Zufrieden streift sie einmal Handschuhe ab, bückt sich nach Insas Koffer und geht. Die anderen drei folgen Harms nach draußen. Die Apothekerin ist mollig und hat nackenlanges braunes Haar. Wolfgang greift ins Sakko. Moin, Dirk. Was kann ich für dich? Ob ich weiß, wo... Nein, ich habe Isabel seit dem letzten Einsatz nicht gesehen. In seinem Rücken schleicht die Jugendliche in die Scheune. Das ist wirklich ungewöhnlich. Drinnen schaut Isabel in der Lederjacke kurz über die Schulter. Den Blick suchend zu Boden gerichtet geht sie durch die Scheune. Von oben hängen textilartige Streifen herab. Die Jugendliche geht in die Hocke und streicht über Fetzen. Sie blickt auf ihre Fingerspitzen und schnuppert daran. Isabel hat ein kantiges Gesicht und eine lange Nase. Ihre Finger zittern. In der Apotheke sitzt Insa neben Harms. Vor der stehen mit Flüssigkeit gefüllte Glaskolben. Beide lächeln aufgeregt. Frau Scherzinger? Sehr gerne, Frau Harms. Hank und Syr sehen zu. Insa holt ein Fläschchen aus einer Lade und reicht es Harms. Danke. Alkalilauge. Den 5 Kolben sind Zettel mit den Namen von Höfen zugeordnet. Harms spritzt in jeden etwas Lauge hinein. In 3 Gefäßen färbt sich die Flüssigkeit violett. Insa lacht staunend. Hank und Syr beugen sich vor. Und was heißt das jetzt? Dass wir den Beweis haben. Aha. Und wofür? Ja, dass ein Brandbeschleuniger benutzt worden ist. Oh, hier macht's aber spannend. Zunderschwamm. Wie ich es vermutet habe. Zunderschwamm. Das ist ein Baumpilz, der an Buchen und Birken vorkommt. Auch hier in der Lerana-Gegend. Zunderschwamm eignet sich auch zur Erzeugung von Glutnestern. Vor allem, wenn man vor dem Anzünden draufpinkelt. Genau. Wow. Da kennt sich aber jemand aus. Ja, ich war bei der Feuerwehr, da lernt man sowas. Und warum hast du mir nichts davon erzählt? Du hast mich nicht gefragt. Harms und Insa stutzen. Sind bei allen Scheunen Zunderschwamm nachweisbar? In der ersten und in der letzten nicht. Hm. Okay, also bei Heumann nicht, bei Kring, Appelt, Mors ja und bei Otto wieder nicht. Das heißt, bei den beiden wurde kein Zunderschwamm verwendet, ist das richtig? Nicht unbedingt. Er kann auch komplett verbrannt sein. In seinem Büro schaut Brockhaus tippend auf seinen Monitor. Kim Erveling. Mein Herr Brockhaus. Frau Erveling. Na, endlich. Und? Haben Sie was gefunden? Leider ja. Unbehaglich reicht sie ihm eine Akte. Kim will sie nicht loslassen. Brockhorst entreißt ihr die Akte und schlägt sie auf. Was? Oh nein. Ach, du Scheiße. Er schließt die Akte. Kim nickt mit gequälter Miene. Ich kannte diesen Zunderschwamm nicht und ich bin mir sicher, dass Yunus den auch nicht kennt. Yunus? Warum denn Yunus? Lange Geschichte. Wer auch immer es war, er hatte Fachwissen. So wie du. Was willst du denn jetzt damit sagen?
Ja genau, was willst du denn damit sagen? Nichts will ich damit sagen. Ja, aber vielleicht gibt's ja einen Feuerwehrstammtisch. Ich könnte mich doch da mal umhören. Nein. Herr Brockhorst. Beleidigt verzieht Harms den Mund. Süja dreht sich zu Henk. Nein, das wusste ich nicht. Ja, wir kommen. Fragend erwidert Henk ihren Blick. Ein Zeitungsartikel mit einem Foto von ihm. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der 17-jährige Henk C. mit den Bränden der letzten Monate in Verbindung stehen könnte. Darunter diverse brennende Hochstände, kleinen Gartenschuppen und Garagen. Beim Chef. Das Brisante, C. ist Mitglied der örtlichen Jugendfeuerwehr. Sie schließt die Akte. Ich wusste gar nicht, dass das damals in der Zeitung stand. Du hattest was mit Brandstiftung zu tun? Nein. Kassens, jetzt machen Sie es nicht noch schlimmer. Sagen Sie einfach die Wahrheit. Wir haben schon zwei Tote. Das ist über 20 Jahre her. Es gab damals nicht mal ein Verfahren, sonst wäre ich ja wohl heute kaum hier. Söhr mustert ihn. Ich war das damals nicht. Und es hat auch niemand nachweisen können, dass ich es war. Er verschränkt die Arme. Sagen Sie uns wenigstens, wo Sie diesmal zu den Tatzeitpunkten waren. Zu Hause. Kann das jemand bezeugen? Abwartend sieht Süher ihren Kollegen an. Oh. Okay. Bisher wissen nur wir und Frau Erveling davon. Und das wird erstmal so bleiben. Wir haben etwas mehr als 24 Stunden, bis die Polizeipräsidentin sich wieder meldet. Und bis dahin werden wir Ergebnisse liefern. Henk geht. Gut. Carstens? Der stoppt und kehrt ins Büro zurück. Sie machen gar nichts mehr. Sie gehen nach Hause und warten, bis ich mich melde. Verstanden? Sie sind bis auf Weiteres suspendiert. Was? Ist nicht ernst, oder? Frau Özlügül, wir beide werden diesen Feuerteufel jetzt finden. Und wir hoffen alle sehr, dass es nicht der Kollege Kassens ist. Henks Augen werden feucht. Er sieht zu Syr. Angespannt erwidert die seinen Blick. Bullshit. Er reißt die Jacke von seinem Stuhl. Syr sieht zum Chef. Der Artikel auf ihrem Monitor. Unter der Überschrift mutmaßlicher Brandstifter gefasst, das Foto von Henk mit Augenbalken. Frau Evelyn, was gibt's jetzt für schlechte Nachrichten? Süher lauscht. Ach. Gut, danke. Die Frau, die auf den Hof von den Ottos gewohnt hat, die gibt's gar nicht. Süher sitzt grübelnd an ihrem Schreibtisch. Langsam wendet sie sich wieder dem Artikel auf dem Monitor zu. Ihr Blick verliert sich. Süher steht auf. Bin gleich wieder da. Verwirrt sieht der Chef ihr nach. Auf dem sonnigen Vorderdeck des Hausboots streicht Henk in hellem Hoodie eine alte Trittleiter. Im Hintergrund die Doktor von Bruchbrücke, eine alte Klappbrücke. Am blauen Himmel dicke Quellwolken. Auf dem Hausboot geht Süher an der Reling entlang. In einiger Entfernung von Henk bleibt sie stehen. Dann klopft sie. Henk sieht zu ihr, lässt den Pinsel sinken und richtet sich auf. Ich bin suspendiert. Die Hände in die Hüften gestemmt. Anna Kawa. Henk stutzt. Was ist mit der? Die gibt's gar nicht. Ach was. Er wendet sich wieder der Leiter zu. Wie, du wusstest das schon? Ja. Anna Kawa, mieser Deckname. Ja, ganz genau. Anna Kawa, undercover. Sie setzt sich. Ich glaube ja, sie wollte den Hof ausspionieren. Nee, nicht den Hof. Unsere Ermittlungen. Unsere Ermittlungen? Wie kommst du darauf? Henk schiebt die Leiter weg und setzt sich zu Süher. Wer ist denn unsere Vorgesetzte? Außer Brockhorst. Die Reif. Grübelnd nickt sie. Deswegen war die so plötzlich da. Und du weißt es, weil? Henk neigt den Kopf. Nein. Doch. Du hast eine Affäre mit der Polizeipräsidentin? Hatte. Ich hab sie abserviert. Aber sag das bloß niemandem, sonst dreht ihm ein Strick aus meiner Vergangenheit. Was für ein Strick? Warst du es damals? Nein, natürlich nicht. Wer war es dann? Keine Ahnung, ist nie geklärt worden. Aber ich war ja ihr für alle der Feuerteufel. Er legt den Pinsel weg. Wind fährt durch Syrs zusammengebundenes Haar. Nachdenklich schaut sie in die Ferne. Wer auch immer es damals war,
Wir kriegen raus, wer es diesmal ist. Sie sieht Hank fest in die Augen. Der lächelt unmerklich. Ein Foto auf Wolfgangs Schreibtisch. Das ist Hank? Und das bin ich. Syr. Und das ist Hannah. Ja. Die steht zwischen den etwa 17-Jährigen. Habt ihr denn geglaubt, dass er das war? Was, Hank? Ja. Natürlich nicht. Hank, als ob. Er hatte nur Pech, dass kein anderer gefunden worden ist. Da ist es dann in ihm hängen geblieben. Syr richtet sich vom Schreibtisch auf. Komisch, ich hab das damals gar nicht so richtig mitbekommen. Ja. Für Hank war das schon eine größere Sache. Das war mit dem Rauswurf aus der Feuerwehr nicht getan. Kaum war irgendwas an der Schule. Schmierereien, Graffiti, Scheibe kaputt, Kiffen auf dem Klo. Immer war sofort Hank verdächtig. Das ist ja bis zum Abi nicht losgeworden. Grübelnd nickt Syr. Danke, Wolfgang. Der lächelt schief. Gerne. Und wendet sich wieder dem gerahmten Foto zu. In Brockhorsts Büro. Er öffnet eine Mail mit der Signatur eines Versicherungsunternehmens. Das ist ja ein Ding. Er schaut kurz auf. Frau Özlügül! Ja? Wo waren Sie? Ihre Befehle ausführen, den Brandstifter finden. Da hätte sie gar nicht so weit suchen müssen. Ich bekomme gerade eine Mail von einem Versicherungsvermittler. Yunus Özlügül, Versicherungsberater. Das ist ein pfiffiger Kerl, ihr Bruder. Er schickt mir gerade ein Angebot über eine Lebensversicherung. Ja, das ist eine Lebensversicherung. Verstehen Sie? Brandschutzversicherung, Lebensversicherung. Ich meine, wenn er das mit den Bauern auch so macht, dann hat er natürlich überall doppelte Provision abkassiert. Hat er nicht. Das wissen Sie, weil? Hat er mir gesagt. Harms kommt. Ach, Sie stecken so mit drin. Was? Nein. Was macht die da? Harms steht vor der Tafel. Sie haben gerade so schön geredet, da wollte ich nicht stören. Brockhorst springt auf. Aha. Harms wendet sich wieder der Tafel zu. Und was wollten Sie dann hier? Helfen? Helfen? Ja, im Auftrag von Frau Scherzinger. Frau Scherzinger verteilt mittlerweile Ermittlungsaufträge. Das wird immer besser. Syr tritt neben Harms. Die schaut auf die Landkarten an der Tafel. Frau Harms, wie wollen Sie uns denn helfen? Ich wollte was nachschauen. Also, wo der Brandstifter als nächstes zuschlägt. Hat Carsten Sie dazu angestiftet? Was? Nein, natürlich nicht. Ah, Sie glauben... Ja, vielleicht gibt's ein Muster. Also, zumindest sind ja die Höfe, bei denen es gebrannt hat, ziemlich dicht beieinander. Ja, die sind alle an der Rüsumer Landstraße. Und der letzte Hof, der da noch steht, ist der von Plute. Mit der alten Mühle. Die Frauen wenden sich einander zu. Nee, aber dann wird er doch da als nächstes zuschlagen. Richtig. Harms lächelt und nickt. Sie sehen zu Brockhorst. Ja toll, und was machen wir jetzt? Syr grinst schief. Ein bisschen nachhelfen. Mit dem Küstenflüsterer. Den kennen Sie doch. Natürlich, den Block kennt doch jeder. Und wir müssen ihm ein Angebot machen, dass er mich ausschlagen kann. Fotografieren Sie da etwa? Ja, ich muss der Frau Scherzinger auf dem Laufenden halten. Konsterniert fotografiert Harms die Tafel. Mit offenem Mund schaut Brockhorst zwischen den Frauen hin und her. Bei Hannah, sie blättert in einem Fotoalbum. Ja, da war sie ein halbes Jahr alt. Und dann noch gelacht. Ja, macht sie heute auch noch, ab und zu. Sie und Hank sitzen an einem Esstisch. Naja, als Mutter kann man in dem Alter sowieso nichts richtig machen. Vor allem jetzt nicht. Sie sieht Hank an. Ich glaube, sie gibt mir die Schuld an der Trennung. Und? Ich weiß nicht. Wir waren lange zusammen. Irgendwann ging es nicht mehr. Und ehrlich gesagt, so richtig gepasst hat's nie. Hank nickt und schluckt. Seine Augen werden feucht. Tja, wir waren wohl noch zu jung damals. Hannah sieht ihn an. Ja, wahrscheinlich. Sie lächelt. Sag mal, traust du ihr das so? Die Brände? Hm. Ich weiß schon lange nicht mehr, was in ihrem Kopf vorgeht. Geschweige denn, wo sie rumläuft. Und in den Brandnächten war sie wirklich hier. Hannah schaut ernst. Polizeilehr fasst den Feuerteufel. Im Revier. Nach Angaben der Polizeilehr ist der Verursacher der Scheunenbrände nun endlich gefasst.
Zwar wird die Identität des Brandstifters noch unter Verschluss gehalten, trotzdem kann die Polizei die Festnahme schon jetzt als Ermittlungserfolg verbuchen. An Syrers Platz. Und das funktioniert? Auf dem Monitor der Block. Herr Brockhorst, Sie müssen denken wie ein Pyromane. Ein Pyromane? Ein Pyromane. Er wird sich ärgern, wenn jemand anderes für ihn die Lorbeeren kassiert. Staunend nickt der Chef. Hank späht zu Hannas Haus. Jemand in schwarzem Hoodie mit übergezogener Kapuze kommt heraus. Hank grübelt. Dann zieht er die Kapuze seines hellen Hoodies über und schleicht der Person hinterher. Der Plote Hof in der Abendsonne. Vom etwa 5 Meter hohen Unterbau der Mühle ragt ein Turm auf. Syrer hastet einen Weg entlang. Geduckt folgt ihr Brockhorst. Die beiden gehen hinter einem Maschendrahtzaun in die Hocke. Syrer schaut durch ein Fernglas zu einer Scheune und weiter zu einem weiß gestrichenen Haus. Und? Der Blick durch das Okular. Noch nichts. Durch hohes Gras, das weiß gestrichene Haus. Im Vordergrund richtet sich Harms mit einem kleinen Fernglas auf. Sie lässt dieses sinken und wendet sich zum Tablet auf dem Boden. So Mist, es kommt niemand. Geduld, Frau Harms, Geduld. Die schürzt die Lippen und schaut wieder durch das Fernglas. Eine Person mit weiblicher Figur in Lederjacke und mit Rucksack erreicht ein Tor. Daneben lehnt ein Mühlstein. Die Frau, sie hat die Kapuze eines schwarzen Hoodies übergezogen, verharrt vor dem Tor. Dann tritt sie ein. Neben Strohballen schaut sich die Frau um. Lassen Sie mich mal. Brockhorst nimmt Syrer das Fernglas aus den Händen. In der Mühle, von nahem, die Frau zieht Handschuhe an und öffnet eine Tüte. Sie greift hinein und verstreut zerbröckelten Zunderschwamm auf Stroh. Aus der Spritzflasche gießt sie Urin darüber. Wolfgang, eine Getränkedose in der Hand, schläft auf seinem Ledersofa. Er trägt zum weißen Hemd eine schwarze Krawatte. Syrer? Wolfgang, geht nicht ran. Ich habe Ihnen gesagt, der Plan ist zu simpel, als dass er funktioniert. Er schaut durchs Fernglas. Hank erreicht die Mühle und lässt den Blick schweifen. Er fährt zum Tor herum. Dieses steht einen Spalt offen. Hank nähert sich und schlüpft hinein. Die Frau mit übergezogener Kapuze und in Lederjacke tritt aus dem Turm der Mühle auf das umlaufende Dach des Unterbaus. Sie zieht ihre Handschuhe aus, geht in die Hocke und greift in den Rucksack. In der Mühle der Blick hinab zu Hank. Er bleibt stehen und schaut herauf. Dann macht er einen Schritt, stockt und schnuppert. Sein Blick wandert umher. Er schaut in die Höhe und steigt eine steile Treppe hoch. Brockhorst sieht durch das Fernglas. Seitlich huscht jemand davon. Syrer und der Chef schnellen herum und kneifen die Augen zusammen. Nach einem kurzen Blickwechsel drehen sie sich wieder zum Maschendrahtzaun und sehen in Richtung Scheune und Haus. Hank erreicht das Dach des Unterbaus und schaut sich um. Der Blick von hinten auf die Frau in Lederjacke. Unvermittelt dreht sie den von der Kapuze verdeckten Kopf zur Seite, richtet sich auf und huscht davon. Im hohen Gras sieht Harms durch das Fernglas zur Mühle. Auf dem Unterbau bleibt Hank stehen und schiebt die Kapuze zurück. Herr Kassens? Herr Kassens? Ist da wirklich Hank? Oh nein. Hank geht um den Turm und lässt den Blick über die Umgebung schweifen. Er stockt und blickt zum Rucksack auf dem Boden. Daneben liegen die Handschuhe. Hank stutzt und hastet zum Rand. Die Frau hält sich an der Dachkante fest. Hank, hilf mir! Hank fasst nach Hannas Hand. Aus der Ferne, sie hängt mehrere Meter über dem Boden. Hank zieht sie über die Kante. Hannah rollt sich auf den Rücken. Nacheinander setzen sie sich auf. Hannah schiebt die Kapuze zurück. Danke. Hank starrt sie an. Hannas Lippen zittern. Brockhorst lässt das Fernglas sinken. Frau Harms! Schnell! Er ist auf der Rückseite der Mühle. Okay, wir sind gleich da. Und Sie verschwinden da, das ist zu gefährlich. Warum? Hannah schüttelt den Kopf. Meine Mutter hat mir verboten, was zu sagen. Fido.
war das auch vor 20 Jahren? Ich konnte Mama nicht verlieren. Papa war weg. Alles war kaputt gegangen. Das Feuer. Das konnte ich kontrollieren. Hank schließt kurz die Augen. Ich konnte nicht anders. Fassungslos starrt Hank sie an. Dann schüttelt er den Kopf. Ist Isabel meine Tochter? Hannah sieht zu ihm. Ihre Miene wird kalt. Nein. Hank sieht sie mit schmerzlicher Miene an. Hannah schließt die Lider. Beide schütteln den Kopf. Sya läuft zur Mühle. Brockhorst und Harms kommen dazu. Frau Harms! Ich weiß, ich sollte nicht mehr hier sein, aber ich glaube, ich habe Herrn Cassens gesehen. Cassens? Harms nickt und sieht zur Mühle hoch. Hinter einer Brüstung taucht Hank auf. Sein Blick ist neben sich zu Boden gerichtet. Scheiße. Sya. Isabel in schwarzem Hoodie kommt an ihre Seite. Isabel. Die schiebt die Kapuze vom Kopf. Was machst du denn hier? Die kenne ich doch irgendwo her. Isabel sieht zur Mühle. Hank führt Hannah heraus. Sie stockt. Mama? Easy, was machst du denn hier? Warum hast du meine Jacke an? Sie ist näher getreten. Wolltest du etwa, dass alle denken, dass ich die Scheune angezündet habe? Was? Nein, ich habe einfach irgendeine Jacke von der Garderobe genommen. Das musst du mir glauben. Sie geht ein Stück auf Isabel zu. Easy. Ich habe das alles für dich gemacht. Isabel weint. Ich habe gesehen, wie gut dir die Arbeit bei der Feuerwehr tut. Bullshit. Du hast nichts für mich gemacht. Ich habe dein Tagebuch gefunden. Hannah wird ernst. Du hast die ganze Zeit gewusst, dass ich... Warum hast du nicht einfach aufgehört? Ich habe die Nachricht gelesen, dass der Feuerteufel geschnappt wurde. Ich habe dich nicht erreicht. Ich dachte, sie haben dich festgenommen. Isabel schüttelt unmerklich den Kopf. Harms, Brockhorst und Sya hören zu. Cassens. Machen Sie das. Mit verkniffener Miene nickt Hank und fasst nach Hannas Arm. Zu Isabel. Tut mir leid. Erschüttert tritt die von einem Fuß auf den anderen. Hank führt Hannah ab. Mama? Hannah bleibt stehen. Wegen dir sind zwei Menschen gestorben. Moment mal. Das mit dem zweiten Toten, das war nicht ich. An dem Tag, da waren wir doch bei deinem Vater. Das heißt, es gibt einen zweiten Täter. Das Tablett im Arm sieht Harms betreten zu Brockhorst. Vor dem Revier. Esli Gül? Ins Handy. Sie und Kassen, schauen Sie noch mal die zweite Leiche an. Sie haben doch da sicher irgendwas übersehen. Ich werde das noch mal mit den Versicherungen prüfen. Ein Gefühl sagt mir, dass mit diesen Ottos irgendwas nicht stimmt. Mit verkniffener Miene steigt Brockhorst in seinen Kombi. In Wolfgangs Kühlkeller. Mit einer Lupe untersucht Harms eine der zwei Leichen. Hank und Sya stehen am Fuß des Metalltischs. Wolfgang abseits. Vielleicht hat Brockhorst ja recht und das bringt dir alles nichts. Sya hat die Hände in die Hüften gestemmt. Dir ist schon klar, was das bedeuten würde? Dass ihr Bruder was mit den Bränden zu tun hat? Richtig. Zu Hank. Und wozu falsche Verdächtigungen führen, das weißt du ja wohl am besten. Auf dem Tablet. Ihr müsst nach Einrissen in der Haut suchen. Darunter ist dann wahrscheinlich ein gebrochener Knochen. Wie lange dauert das denn? Ihr dürft doch alle gar nicht hier sein. Eine Klingel. K&T Otto. Auf den Stufen vor der Tür Brockhorst. Kerstin macht auf. Guten Tag. Oh, hallo, die Polizei. Haben Sie noch Fragen? Wir hatten doch eigentlich schon alles gesagt, was wir wissen. Ich würde gerne noch mal einen Blick auf Ihre Versicherungsunterlagen werfen. Unsere Versicherung? Die Scheune ist versichert. Zum Glück. Und die Versicherung hat auch schon die Zahlung zugesagt. Sehr gut. Sehr gut. Dann sollte es ja kein Problem sein, mir die Unterlagen zu zeigen, oder? Thorsten? Nee, kein Problem. Kommen Sie rein. Brockhorst steigt die Stufen hoch. Sein Kombi steht vor dem Haus. In der getäfelten Diele schaut er sich um. Können Sie bitte kurz hier warten? Wir müssen die Unterlagen noch von oben holen. Brockhorst nickt. Thorsten mustert ihn und folgt Kerstin eine steile Treppe mit Läufer hoch. Im Gehen schaut er über die Schulter. Misstrauisch sieht Brockhorst dem Paar nach. Im Kühlkeller Harms mit Lupe. Hier. Sya beugt sich vor. Stimmt, da ist ein Riss am Schädel. Sogar ein ziemlich tiefer. Ja, aber dann habt ihr die falsche Leiche. Der alte Maus hatte so eine Verletzung, die war aber nicht besonders tief. Aber das hier ist ganz sicher Markus Lindemann.
Und wieso hat er denn auch eine Kopfverletzung? Syr sieht Hank ahnungsvoll an. Scheiße. Bei Ottos. Brauchen Sie noch lange? Brockhorst am Fuß der Treppe. Langsam wendet er sich ab und richtet den Blick zu Boden. Er hält inne. Zwischen zwei Topfpflanzen liegt eine Tonscherbe. Brockhorst bückt sich danach. Er betrachtet sie und richtet sich wieder auf. Die Scherbe ist blutig. Brockhorst riecht kurz daran. Dann fährt er zur Treppe herum. Kerstin holt mit einem schweren Werkzeug aus. Das Bild wird schwarz. Der Streifenwagen fährt mit Blaulicht über eine Landstraße. Syr mit Handy am Ohr. Er geht nicht ran. Angespannt hält Hank das Steuer umklammert. Unweit des weißen Hauses mit braunen Fensterbänken hält der Wagen. Syr steigt aus. Hank fährt weiter. Syr pirscht einen Zaun entlang. Mit Anglerausrüstung verlässt Thorsten das Haus. Brockhorsts Kombi ist weg. Der Streifenwagen kommt durch eine Einfahrt. Thorsten hält inne und dreht sich langsam um. An der Einfahrt späht Syr um eine Ecke. Mein Auto. Die Männer gehen aufeinander zu. War mein Chef bei Ihnen, Herr Brockhorst? In der Haustür? Ja. Kurz. Er wollte unsere Versicherungspapiere für die Scheune sehen. Und? Die haben wir ihm gezeigt, dann ist er gefahren. Hat er gesagt, wohin? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht. Nee. Und wann war das? Keine Ahnung. Halbe Stunde. Ich weiß es nicht. Hank zeigt hinter sich. Könnt ihr vielleicht nur mal einen Blick in Ihre Scheune werfen? Ich wollte eigentlich gerade zum Angeln. Dann fahr du doch. Und ich zeig Ihnen die Scheune. Eigentlich wäre es besser, Sie kommen auch mit. Warum? Naja, weil Sie sich doch bestimmt zusammen viel besser an die Nacht erinnern können, in der es hier gebrannt hat. Ja, schon. Kerstin? Klar. Sie geht vorbei. Kommen Sie. Na dann. Hank wendet Thorsten den Rücken zu und folgt Kerstin. An der Ecke steht Syr an die Mauer gedrückt. Zögernd geht Thorsten den anderen hinterher zur Scheune. Syr späht in Richtung Haustür. Vorsichtig kommt sie aus der Deckung und läuft am Haus entlang. Sie hastet hinein. In der Diele steht eine große Vase mit Blumen auf einer Truhe. Syr sieht kurz die Treppe hoch. Von oben, die Treppe mit Läufer. Syr zögert und steigt herauf. Also. Im Stall. Es ist immer nur diese Box für die Stallübernachtung gewesen, richtig? Mhm. Und Herr Lindemann hat nicht Bescheid gegeben? Nee. Hat er nicht. Thorsten starrt zur Box. Eigentlich hätte man ihn hier noch sehen müssen. Er fasst das Ehepaar in den Blick. Thorsten steht mit etwas Abstand hinter seiner Frau. Sie schielt über die Schulter. Er stellt den Anglerrucksack mit Klapphocker ab. Das Ehepaar und Hank fixieren einander. Syr betritt das Gästezimmer mit dem Leuchtturmbild an der Wand. Es ist aufgeräumt. Das Bett ist gemacht. Syr öffnet den Kleiderschrank. Sie zieht Schubladen heraus. Beim Schreibtisch kramt sie in einem Prospekthalter und schaut unter eine Mappe mit der Hausordnung. Am Kopfende des Bettes hebt Syr die Matratze und das Kissen an. Dann schaut sie unter die Decke. Auch am Fußende des Bettes greift Syr unter die Matratze und stockt. Langsam zieht sie ein Foto hervor. Kurz sind darauf zwei Männer zu erkennen. Syr betrachtet das Bild. Im Hof. Tja, tut mir leid, dass Ihnen das jetzt nicht so wirklich geholfen hat. Kerstin. Wir verstehen ja auch nicht, warum er ausgerechnet unseren Stall angezündet hat. Die drei halten inne. Syr kommt mit dem Foto aus dem Haus. Was machen Sie hier? Syr fasst Kerstin in den Blick. Dann hält sie Thorsten das auf der Rückseite beschriftete Foto vor. Es zeigt ihn Arm in Arm mit Markus. Hank neigt sich hin. Thorsten senkt den Kopf.
Das sind doch Sie und Herr Lindemann, oder? Henk nimmt das Bild. Das Ehepaar wechselt einen Blick. Für meinen Schatz, schön weiß auf Langeoog. Ich freue mich auf das nächste Jahr und all die Jahre, die uns noch kennen werden, in Liebe, Markus. Sie beide waren ein Paar? Thorsten steht ins Leere und schluckt. Was ist passiert? In der Diele. Es war ein Unfall. Er ist die Treppe runtergestürzt. Nein, ist er nicht. Thorsten sitzt auf der Kante der Truhe. Ich habe ihn geschubst und er ist die Treppe runtergefallen. Mit Tränen in den Augen sieht er Kerstin an. Und ich wünsche mir einfach nur, ich wäre gefallen und nicht er. Markus war Thorstens große Liebe und ich mochte ihn auch sehr. Sie presst die Lippen zusammen. Er war sofort tot. Was hätten wir denn tun sollen? Angespannt sieht Henk zwischen den beiden hin und her. Es war meine Idee, ihn in den Stall zu legen, als wir das Feuer bei den Maus gesehen haben. Jetzt lass es doch mal, bitte! Markus wollte mich verlassen. Ich habe ihn die Treppe runtergeschubst. Und dann haben wir ihn im Stall verbrannt. Henk zieht die Brauen hoch und wendet sich ab. Herr Otto, Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Und Sie brauchen jetzt auch nichts weiter zu sagen. Doch. Henk. Wo ist unser Chef? Kerstin und Thorsten sitzen im Fond des Streifenwagens. Henk öffnet das Heck des Bullis. Erstens, Herr Brockhorst. Sie wollten mich hier verrotten lassen, oder? Das hätte so lange gedauert. Brockhorst, seine Hände sind gefesselt, greift in seine Hosentasche. Frau Reif. Henk wird ernst. Sie haben aber auch ein Gespür für Timing. Ja, natürlich haben wir den Täter. Henk und Söhr verziehen den Mund. Auch Teamarbeit. Ja, aber... Danke. Brockhorst mit einer Wunde an der Schläfe schießt unvermittelt vor. Wo ist mein Auto? In der Apotheke stehen Insa, Wolfgang, Söhr und Henk am Tresen. Prost! Sie nippen an Bierflaschen. Der arme Brocki. Na komm, so gut wie du die Ermittlungen geführt hast, hätten wir den ruhig auch im Wagen lassen können. Oh. So, jetzt pass auf, was ich gefunden habe. Insas Feuerwehrball-Hitmix. Und die hast du noch? Natürlich habe ich die noch. Was denkst du? Du hast die noch. Oh, Wolfgang. Meistgesuchte Brandbeschleuniger in ganz Ostfriesland, DJI MC Kassens gestellt. Wolfgang und Henk klatschen ab. Halt die Seite. Was du verlasst? Was? Wolfgang dreht die Kassette um. Wippend wendet sich Henk zu Süher. Wann machst du mir mein Mixtape? Ich hab dir doch die Jogging-Playlist gemacht. Hä? Ist ja wohl nicht dasselbe. Ja, natürlich, da steht ganz viel Herzblut drin. Ich würde für dich durchs Feuer gehen. Baby. Ach ja? Ja. Henk nimmt Süers Hand. Sie dreht sich unter seinem Arm. Auch Insa und Wolfgang tanzen. Die vier rocken in der Apotheke. Das war Friesland Feuerteufel aus dem Jahr 2023. Eine Produktion der Cologne Film im Auftrag des ZDF. In weiteren Rollen Yunus Kumatpay als Yunus Özlügül, Tina Pfau als Melanie Harms, Veronique Kubar als Kim Erveling, Agnes Decker als Kerstin, Florian Schmidtke als Thorsten, Judith Bohle als Hanna, Liv Glasvogt als Isabel, Petra van de Voort als Polizeipräsidentin Antje Reif, Regie Dominik Müller, Hörfilmfassung Nikolai Produktion im Auftrag des ZDF 2023, Text Angelika Unterholzner, Lisa Madel, Redaktion und Sprachregie Frank Höhle, Sprecherin Uta Maria Taub, Tonmischung Jörn Steinhoff.